Hey und willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video geht es um das Update zum Verkauf unseres Hauses und um die Suche nach einem neuen Zuhause. Wenn ihr wissen möchtet, wie es mit Christian und mir weitergeht, dann bleibt gerne dran. Bevor ich jetzt auf den Hausverkauf und auf die Haussuche zu sprechen komme, möchte ich gerne auf eure Reaktionen eingehen. Und zwar sind wir tatsächlich überrannt worden von Nachrichten, Kommentaren, Privatnachrichten und E-Mails, was uns auf der einen Seite sehr, sehr freut. Aber auf der anderen Seite gab es auch viele sehr kritische und negative Kommentare, die auf unserem Kanal einfach keinen Platz finden werden, weil wir immer eine friedvolle und harmonische Community waren und so soll es auch bleiben. Also zunächst danke ich allen, die sich Gedanken gemacht haben, wie man das mit Christians Werkstatt regeln könnte, ohne dieses Haus zu verkaufen und die mit uns gehen und einfach dabei sind und überlegen, was man machen könnte. Wir haben natürlich, bevor wir uns zum Hausverkauf entschieden haben, alle Möglichkeiten abgewägt, auch was den Kauf eines anderen Grundstückes betrifft. Scheinbar ist es auch so, dass der falsche Eindruck vielleicht entstanden sein könnte, wenn man meine vorherigen Videos nicht geschaut hat, dass all das Land, das um unser Haus herum ist, zu unserem Grundstück gehört. Das ist nicht so. Ich habe in allen Videos immer erwähnt, dass unser Grundstück um die 2000 Quadratmeter hat und ja auch, wie ich es im letzten Video gezeigt habe, per Luftbild relativ vollgestellt ist, sodass man wahrscheinlich auch keine Genehmigung bekommen würde, da noch eine Werkstatt oder eine Lagerhalle drauf zu bauen. Es würde platzmäßig gar nicht passen. Was die Wiesen um uns herum betrifft, da haben wir natürlich auch im Vorfeld Gespräche geführt. Die Wiesen werden landwirtschaftlich mit Viehhaltung, aber auch mit Anpflanzungen betrieben und da war einfach nichts zu machen. Und so haben wir uns entschlossen, dass wir eben ein anderes Haus suchen, das auch gar nicht so groß sein muss wie dieses Haus. Wenn ihr das letzte Video gesehen habt, dann kennt ihr ja die Räume, da gibt es ja die Roomtour dann darin. Das Haus darf kleiner sein, aber es müsste Platz zum Lagern haben. Christian ist ja meist als mobiler Tischler unterwegs, so war es in Deutschland. Und so möchte er das auch hier fortführen, aber er braucht eben Platz zum Lagern. Und das, was wir hier bei den Nachbarn angeboten bekommen haben, dankenswerterweise, das wäre eine Übergangslösung gewesen, da wir eh momentan unser Hab und Gut in Kartons verpackt haben, passt es einfach jetzt, den Umzug jetzt zu machen. Es kam auch natürlich vielfach die Frage, was wir hier im Haus alles gemacht haben. Das sieht man ja auch in den vorherigen Fotos. Wir haben das ja fast alles immer festgehalten und gefilmt. Und es kam aber auch die Frage, was wir noch geplant haben zu machen. Da kann man sagen, in diesem Jahr hatten wir beispielsweise geplant, Solarzellen aufs Dach zu machen. Die Fenster wollten wir streichen und im Wohnzimmer die Decke und den Fußboden erneuern bzw. auffrischen. Nochmal zu den Fenstern. Diese haben wir 2016 zuletzt gestrichen und die Hausfassade und die Schuppen 2018. Und das Haus ist ja 160 Jahre alt etwa. Da ist natürlich immer etwas zu streichen, sowohl innen als auch außen. Es ist immer etwas zu tun an so einem alten Haus. Und wir sind halt auch gefragt worden nach Thermopenfenstern und dergleichen. Es ist kein Passivhaus, es zieht auch hin und wieder. Also es ist ein altes Bauernhaus mit den typisch schwedischen Fenstern. Eine Kritik kann ich nicht verstehen. Es wurde behauptet, unsere Videos wären fake, was die Lage des Hauses betrifft. Das ist nicht wahr. Ich habe in allen Videos immer wieder erwähnt, dass unser Haus inmitten eines kleinen Dorfes liegt. Also das sieht man auch bei vielen Aufnahmen. Und ich habe auch immer erwähnt, dass circa 40 Einwohner in diesem Dorf leben. Und ich weiß nicht, wie man darauf kommt, dass unser Haus abseits jeglicher Zivilisation stehen würde. Also das haben wir nie behauptet. Das Dorf ist umgeben von Wiesen, Wäldern und von Seen. Aber es ist nur eine halbe Stunde nach Veckrö, einer ziemlich großen Stadt, oder eben auch in die andere Richtung nach Värnamo. Also man kann alles schnell erreichen.
straight before this night turns into day, and then I'm on my way. Yes, I'm on my way. Was den Preis des Hauses betrifft, dazu kann ich sagen, dass der Ausgangspreis so festgelegt wurde, nach Aussagen des Maklerbüros, die das Haus nämlich in Augenschein genommen haben und man durch jeden Raum gegangen ist, Protokoll geführt hat, geschaut hat, was ist gemacht worden und eben dann zusammengesetzt mit der derzeitigen Immobilienlage hier in Schweden. Daraus ist der Preis entstanden und man hat uns den Ausgangspreis dann so genannt vom Maklerbüro und da sind wir auch bei geblieben. Wir haben das jetzt nicht irgendwie noch großartig erhöht. Und ich hatte den Preis ja auch kurzzeitig unter dem letzten Video geschrieben, aber das hat einen richtigen Shitstorm losgelöst und deshalb habe ich den Preis wieder rausgenommen und wir haben beschlossen, dass eben das Maklerbüro komplett den Verkauf regeln wird. Das Ganze läuft ja im Bieterverfahren und dass wir uns da eigentlich so weitestgehend raushalten. Ja, und die negativen Kommentare, die uns dann wirklich auch unter die Gürtellinie beschimpft haben, diese Menschen. Ich weiß nicht, was da manche Menschen stört, wie wir unser Leben planen. Wir sind jetzt keine Millionäre, was vielleicht einen falschen Anschein auch gemacht hat. Nein, wir arbeiten sehr hart. Christian hat jetzt zuletzt in Deutschland in seiner Schreinerei einen 14- bis 16-Stunden-Tag gehabt. Er hat am Wochenende gearbeitet. Ich kann mir das ja eher einteilen, weil ich ja im Homeoffice arbeite, aber auch ich arbeite am Wochenende und wir arbeiten halt viel, damit wir uns eben auch gut über Wasser halten können, wie man es so schön sagt. Die Kritiken gingen so weit, dass man uns beschimpfte, halt überhaupt die Frechheit zu besitzen, eine verräucherte Bretterbude zum Verkauf anzubieten. Aber eben auch, es ging sehr ins Persönliche, da Christian und ich ja in den letzten 3 Jahren eine Fernbeziehung geführt haben. Das, was gut geklappt hat, wir sind seit vielen, vielen Jahren ein Paar und ziehen halt jetzt erst wieder zusammen. Und dass man das halt spüren würde, dass ich gleich erschöpft und schlecht aussehe und mir das nicht gut tut, das ist nicht so. Dass ich im Moment etwas erschöpft aussehe und Christian vielleicht auch, liegt einfach daran, dass wir in den vergangenen Wochen unser deutsches Haus geräumt haben und das sehr, sehr viel Arbeit war mit dem Umzug und wir ja jetzt auch auf der Haussuche sind und das Ganze, das zehrt natürlich auch etwas an den Kräften und da darf man vielleicht auch mal erschöpft aussehen. Das hat nichts mit unserer Beziehung zu tun. Und auch egal, an welchem Ort Christian und ich landen, solange unsere Beziehung stimmt und wir miteinander glücklich sind, ist das egal, wo unser Paradies ist, da wir selber unser eigenes Paradies sind. Und da können wir irgendwo im Wald leben oder in Honolulu oder weiß Gott wo. Wenn wir miteinander glücklich sind, dann ist das eigentlich die ganze Miete. Da kann man leben, wo man will, denn darauf kommt es an, auf die Beziehung. Ja, vor einigen Tagen sagte mir jemand, nachdem ich da doch recht traurig war über diese Kommentare, dass ich das nicht so nah an mich herangehen lassen soll und dass es einfach so ist, dass viele Menschen, die halt so kritisieren oder damit nicht einverstanden sind, wie andere Menschen leben, vielleicht mit ihrem eigenen Leben nicht zufrieden sind. Das mag sein, das weiß ich nicht, denn die Kommentare oder Nachrichten kommen ja meistens anonym. Man weiß nicht, wer dahinter steckt, wer so lebt oder nicht so lebt oder unzufrieden ist, das weiß ich nicht. Aber derjenige sagte zu mir, dass Neid die höchste Form der Anerkennung ist und ich mich deshalb eigentlich nicht aufregen soll. Und damit belasse ich es jetzt auch. Wie gesagt, der Verkauf des Hauses wird komplett über das Maklerbüro abgewickelt. Das Exposé ist fast fertig, also es wird morgen am Montag zu Ende fertiggestellt. Der Fotograf war gerade vor einigen Tagen hier und hat alles fotografiert für das Exposé. Und das Exposé wird morgen oder übermorgen online gehen. Und ihr findet es dann unter diesem Video und auch unter dem vergangenen Video. Und ich werde es auch auf meinem Instagram-Kanal dann posten, so dass man schnell zum Verkaufsexposé kommen kann. Aber es wird eben über das Maklerbüro komplett abgewickelt. Nun möchte ich vom ebenso spannenden Teil berichten, nämlich der Suche nach einem neuen Zuhause. Dazu sind wir ja
fast durch ganz Moorland gefahren und haben an Besichtigungen teilgenommen. Wir waren in Blekinge in Halland. Ja, und wir haben jetzt zwei Favoriten gefunden. Da wird sich in den kommenden Tagen entscheiden, welches der Häuser es werden wird. Wir haben Gebote abgegeben und sind jetzt total gespannt. Und dazu möchte ich auch noch zu den Geboten, zu dem Bieterverfahren etwas sagen. Da kamen auch Fragen, was das denn eigentlich ist. Viele von euch werden Plattformen kennen, wie beispielsweise eBay. Dort kann man halt Dinge ersteigern mit dem Bieterverfahren. Und so ist das hier in Schweden mit den Immobilien. Viele der Häuser und Höfe, die wir besichtigt haben, liegen sehr abgelegen. Und man hat ja dann oft ein Gefühl, wenn man einen Ort erstmals besucht, ja, so dieses Bauchgefühl, das einem dann sagt, hier könntest du dich wohlfühlen. Aber für Christian ist halt auch immer wichtig, wie sieht es mit den Lagerräumen aus? Besteht eine Scheune, die man dann eben zu einer Umnutzung umfunktionieren kann? Ist das möglich? Sind halt einige Faktoren, an die man auch denken muss. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? We didn't mean, hun. I always start the fight and you put the fire out. I always say too much and I get jealous. I never hear you out and that is selfish. I always start the fight and you put the fire out. I'm sorry for the way we left things. I know you're hurting. I didn't mean to start a war, I'm still learning how to talk about my feelings. You know it is hard sometimes. Maybe I just need some time, some space to figure out how to give my only you. If you give me one more try, I might just realize that it will always be us two. Maybe I just need some time, some space to figure out. Sorry, I built my walls so high you couldn't climb them. But you're not the one to blame. I know this is all on me. I'm sorry for the way we left things. I know you're hurting. I didn't mean to start a war. I'm still learning how to talk about my feelings. You know it gets hard sometimes. Maybe I just need some time, some space to figure out how to give my only you. Unterwegs zu den Besichtigungen haben wir auch immer das ein oder andere entdeckt, wo es sich lohnte, einen Stopp einzulegen. Maybe I just need some time, some space to figure out how to give my only you. If you give me one more try, you might just realize that it will always be us two. Every road leads me back to you. Every road leads me back to you. Every road leads me back to you. Every road leads me back to you.
maybe I just need some time, some space to figure out how to give my all to you. If you give me one to try, you might just realize that it will always be us two. Das war's auch wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend, wie wir im Moment alles sehr spannend finden. Und wir melden uns mit dem nächsten Video wieder, wie es weitergeht. Also schaltet gerne demnächst wieder ein. Wir würden uns freuen und sagen bis dahin, hey da aus Schweden. If you give me